Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und heute mal zu einem kleinen spezielleren Video, denn heute geht es um Trading, beziehungsweise heute geht es darum, wie macht ihr schnell Coins, beziehungsweise wie könnt ihr auf ganz simple und einfache Art und Weise ohne großen Aufwand relativ viele Coins in relativ kurzer Zeit machen. Darum soll es heute gehen. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, Videobeschreibung, Links zu IG Vault, 6% Rabatt auf eure Bestellung mit dem Code MaxGamingTV, auch da könnt ihr schnell Coins bekommen, aber hier könnt ihr sie sogar vielleicht noch ein bisschen einfacher bekommen. Dazu gibt es noch einen Link zu meinem Merchandise, Hashtag herrlich, Hoodie oder auch Hashtag MGT Army oder allgemein MGT Hoodies. Sehr gemütlich, sehr bequem für den Winter. Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Dazu natürlich auch noch meine Social Media Links, Instagram und Twitter, die momentan ganz wichtig sind. Und wir gucken einfach mal ganz kurz, wie ich das Ganze machen will. So lange wird das Video nicht gehen. Es ist auch relativ simpel, aber ich erkläre es euch. Wir haben momentan wieder mal Squad Building Challenges. Beispielsweise die mit Zlatan Ibrahimovic, wo man den Leihspieler Ibrahimovic bekommen kann. Gold Upgrade und so weiter und so fort. Wir haben auch Challenges für die Pro League. Wir haben für die Liga 1 eine. Wir haben für die Liga NOS eine und wir haben eine für die MLS. So. Ihr guckt jetzt einfach in eurem Verein, habe ich Spieler aus der MLS, habe ich Spieler aus der Pro League, habe ich Spieler aus der Liga 1 und habe ich Spieler aus der Liga NOS. Wenn ja, verkauft sie. Ich sage das immer wieder, behaltet die Spieler aus den Pack Openings in eurem Verein. Denn natürlich könnt ihr sie discarden, aber was bringt euch das? Was schmerzt es euch, wenn sie in eurem Verein sind? Es macht ja nichts, wenn sie da gammeln. So, und sie haben eine gewisse Wertsteigerung, sobald sie gebraucht werden, beziehungsweise sobald der Markt eine Nachfrage nach denen entwickelt. Und dieser Markt entwickelt die Nachfrage nach denen, sobald es Squad-Building-Challenges zu den jeweiligen Spielern, beziehungsweise zu den jeweiligen Nationen oder Teams oder Ligen gibt. Beispiel, die MLS habe ich jetzt mittlerweile fast keine Spieler mehr, kann ich mal ganz kurz demonstrieren. Mittlerweile ist das alles, was ich noch habe. Da ist nicht sonderlich mehr viel übrig geblieben, aber wir können mal ganz kurz gucken, wie das ist mit Rimando eventuell, vielleicht mit Drogba, weiß ich nicht. Gucken wir mal eben nach, ob das momentan hier der Fall ist. Hier können wir mal auf den Transfermarkt gucken. Ich glaube, Rimando wird für nicht so viel gehen. Aber immerhin für so, ja okay, 550 ist ein schlechtes Beispiel. Deswegen habe ich den neuen Verein, den wollte ich halt nicht verkaufen. Bei Drogba wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Goldspieler funktionieren allgemein nicht so sehr. Vor allem auch Spieler nicht, die relativ oft gezogen werden. Wie beispielsweise ein Drogba oder ein Rimando, die ein relativ hohes Cardweight haben. Auch ein Valeria hat ein ziemlich hohes Cardweight, bin ich relativ sicher. Aber er geht auch schon per Gebot weg. Normalerweise würde der eventuell einfach so auslaufen und nicht verkauft werden. So, in der Pro League ist es genau das gleiche. Die Pro League hat momentan eine Challenge, auch da habe ich mittlerweile keine Spieler mehr in meinem Verein, einfach weil ich sie alle verkauft habe, beziehungsweise größtenteils. Beispielsweise haben wir hier noch einen Scholz, einen Bütel, einen Bodji, naja, oder Nachar, oder auch Van Hout. Van Hout aber nur, weil ich nicht verkaufen kann, den würde ich gerne verkaufen. In der Liga, Liga 1 ist es bei mir hundertprozentig genauso, habe ich auch kaum noch Spieler. Und in der Liga NOS ist es genauso, auch da habe ich kaum noch Spieler. Wo sind diese Spieler? Ganz einfach, ich habe sie verkauft. Und das Geile ist, für was ich sie verkauft habe. Ich habe sie nämlich nicht für irgendwie ein paar hundert Coins verkauft oder sowas. Ich habe sie teilweise für viel mehr verkauft, als sie wert waren. Und wie habe ich das gemacht? Ich habe sie nicht discardet, obwohl sie eventuell nur 200 Münzen wert waren zu dem Zeitpunkt. Nein, ich habe gewartet, hatte dann Glück, hatte sie im Verein, habe sie einfach auf den Transfermarkt geballert und habe damit richtig viele Coins gemacht. Und das werde ich euch einmal ganz kurz demonstrieren jetzt. Deswegen, das ist einfach nur mein Tipp ist einfach nur, behaltet die Spieler aus Pack Openings in eurem Verein und wartet auf Squad Building Challenges. Wartet einfach drauf. Irgendwann werden sie kommen. Ob es zur Serie A ist, ob es zu irgendeiner Nation ist, durch die Top-Partien-Challenge, ob es zu irgendeinem Verein ist, irgendwas. Sie werden kommen, ja. Und dann werden einige Spieler bei euch im Verein sein, bei denen ihr nicht gedacht hättet, dass sie jemals was wert sind, aber dann sind sie was wert. Und ich zeige euch mal ganz gut, wie das bei mir aussieht. Wir haben einen Dancé. Nicht so viel wert, aber 700 Münzen sind weggegangen. Maxwell, 2000 Münzen. Gummi, 3800. Nie im Leben ist er so viel wert, aber momentan wegen der Liga 1 Challenge halt schon. Jalé, 750. Lamson, 350. Lloyd, 1400. Sapong, 1800. Das sind schon krasse Werte, aber glaubt mir, es wird noch krasser. Dann haben wir 950 für Birnbaum. Wir haben 2100 für Gorgelin. Das ist krank. 1000 Münzen für Goiano. 2500 für Allen. 3300 für Sanko. Den habe ich für 450 gekauft in der 7-Minute-Squad-Episode. 1500 für Korchia, 4800 für Ducouré, den hatte ich einfach spaßes oder zufallsmäßig im Verein. Jetzt habe ich alle entfernt, scheiße. Hier ist noch ein Squilacci, der verkauft sie nicht, den kann ich dementsprechend wieder in den Verein reintun, vielleicht gibt es irgendwann eine Bastia-Challenge. Auf den hier, den habe ich gerade gezogen, habe ich gesagt in der 7-Minute-Squad-Episode. Ich habe Ojo gezogen in einem Pack, der ist momentan bei Willem II. Es gibt die Mark Overmars-Challenge für die Leihkarte der Legende. Und da brauchst du Spieler von Willem II und von den Go Ahead Eagles. Und die von Willem II sind extrem selten und extrem teuer. Und dementsprechend wird sich auch dieser Ojo oder Ojo für extrem viel Geld verkaufen. Guckt in eurem Verein, habt ihr eventuell Spieler von Willem II oder habt ihr eventuell Spieler von den Go Ahead Eagles? Sie werden sich für ordentlich Coins verkaufen. Gucken wir mal kurz nach, was ist momentan der niedrigste Preis. Es gibt keinen Spieler unter 6.000 und keinen Spieler unter 7.200 Münzen
von Willem Twee. Dementsprechend wird mein Spieler fair für 5000 Münzen auslaufen. Ihr habt ihn gerade gesehen, das ist ein 67er zentraler Mittelfeldspieler von einem No-Name-Verein, der eigentlich absolut nichts wert ist, aber aufgrund dieser Squad-Building-Challenge ist er was wert. Natürlich, wenn man die selber machen möchte. Scheiße. Aber wenn man sie nicht selber machen möchte oder wenn man sie vielleicht über hat oder einfach zieht, was gibt's Besseres? Ich habe die Overmars-Challenge abgeschlossen und ich habe jetzt mit dieser Variante, ihr seht es da oben nicht, aber ich habe mit dieser Variante einfach nur meinen Verein auszumisten quasi für diese vier Squad-Building-Challenges 60.000 Münzen gemacht innerhalb von einer Stunde. Macht es. Es lohnt sich hundertprozentig. So bekommt ihr durch eure Pack-Openings auch Coins rein. Normalerweise zieht ihr meistens nichts. Ihr zieht gar nichts. Aber ihr könnt auf diese Art und Weise aus euren Pack-Openings, die absolut keinen Wert hatten, trotzdem noch Coins machen. Und das mit einem ganz einfachen Trick. Geduld. Habt Geduld, wartet ab, packt sie dann auf den Transfermarkt und ihr werdet eure Coins machen. Das ist alles, was ich euch sagen kann. Sehr, sehr simpel, sehr, sehr gut in meinen Augen. Versucht es vielleicht mal. Schreibt mir in die Kommentare, habt ihr es eventuell so gemacht. Habt ihr krasse Profite bereits gemacht mit solchen Spielern, die euch überrascht haben? Habt ihr selber die Challenges abgeschlossen und gesagt, hier, ich kaufe die Spieler für 10.000 Münzen in der Ligue 1, die sie momentan kosten, damit ich diesen Lacazette habe? Ich bin interessiert, was ihr so macht, was eure Meinung ist und das war's von diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, macht's gut, haut rein und ciao.